So, heute gibt es Kartoffeln. Die Kartoffel, der wird nachher schön gestampft, wenn die gekocht sind. Und dazu gibt es eine Zucchini, die ist schon angebissen von meinem Sohn. Rote Möhren, eine Tomate und eine Zwiebel. Das wird jetzt alles geschält, fein geschnitten, so alles so ein kleines Stückchen, so mundgerecht schön. Und dann wird das alles nach und nach angebraten. Wir gehen zum nächsten Schritt. So, das sind unsere Zwiebeln. Also die eine Zwiebel, ich habe die einfach so in Streifen geschnitten. Zucchini so ein bisschen gewürfelt und die Tomate auch so kleine mundgerechte Stücke. Und ja, wer wissen will, wie die rote Möhre von innen aussieht, so sieht die rote Möhre von innen aus. Wie eine Banane, kann man fast sagen. Ne, dieses Gelbe sieht aus so wie diese typische Bananenmuster. Schmeckt aber genau wie normale Möhren. Und das war's. Kartoffeln habe ich übrigens fünf genommen. Nur so eine handgroße Kartoffel, kannst du drei Stücke ungefähr von nehmen dann. Im nächsten Schritt braten wir die Zwiebeln scharf an. Dann kommt die Möhre dazu. Auch so eine Minute, dass sie so schön einmal Wärme kriegen. Nach einer Minute kommt dann ungefähr die Zucchini dazu. Jetzt lassen wir das so auf mittlerer Hitze so 2-3 Minuten schmoren. So, ich habe dann die Zucchini dazu gegeben. Die braucht jetzt so 3 Minuten und dann kommt zum Schluss die Tomate dazu. Jetzt habe ich die Tomate dazu gegeben, dann geben wir Salz und Pfeffer dazu. Oh, so 3 Prisen ungefähr. Die Tomate gibt nachher den ganzen so ein bisschen die Sättigung, ja, weil die so viel Fruchtwasser hat. Wir lassen jetzt ja, so 3 Minuten nochmal Temperatur runterdrehen und das war's. Um den Kartoffelstampf zu machen, habe ich Sojamilch genommen. Die gibt dem Ganzen nachher so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Weiche, ne, damit es schön soft ist beim Essen.